und herzlich willkommen. Hier ist wieder eure Diana. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich mit euch das Thema Schmerzmitteleinnahme ein bisschen näher betrachten. Dieses Video mache ich insbesondere für einen lieben Freund, allerdings auch natürlich für all meine Patienten und für alle die, die es interessiert. Denn ich glaube, dass das Wissen an der Basis zum Thema Schmerzmitteleinnahmen überhaupt gar nicht besteht. Und da möchte ich mit euch ein bisschen näher hinsehen, weil das sehr wichtig ist. Zunächst einmal, diese Schmerzmittel, über die ich mit euch reden möchte, das sind die nicht steroidalen Antirheumatika oder auch Antiphlogistika. Das heißt, es sind Schmerzmittel wie Ibuprofen und Diclofenac, die nicht zu der Gruppe der Steroide, also Corticoide, Cortisone gehören. Cortison ist ja auch etwas, was Entzündung drosselt, was Entzündung drosselt. Und die können eben Entzündung drosseln und Schmerzen nehmen. Das sind an sich schon sehr gute Medikamente als solches. Aber diese Medikamente haben eben erhebliche Nebenwirkungen. Und das ist schwierig, wenn man sie nehmen muss, denn manchmal muss man sie nehmen. Aber man kommt da nicht drum rum. Aber was kann man dann machen? Kann man dann überhaupt was machen? Oder muss man jetzt dauerhaft Schmerzmittel nehmen und peng, es geht an die Leber dann so langsam über den Deister und der Darm auch? Da möchte ich mit euch heute ein bisschen hingucken, weil es ist nicht verstanden. Als erstes, ich hoffe, man kann es sehen. Ich halte jetzt ein Bild in die Kamera. Was ihr sehen könnt, sind Darmzotten, grob stilisiert. Und auf den Darmzotten seht ihr lauter Perlen aufgereiht. Kann man es denn sehen? Ich hoffe. Diese Perlen auf diesen Darmzotten sollen eigentlich die Schleimhautzellen des Darms darstellen. Und diese Schleimhautzellen bilden einen Saum. Und dieser Saum soll eigentlich sehr dicht sein. Diese Zellen sind untereinander mit Eiweißen verklebt und stellen dann eben eine entsprechende Barrierefunktion dar zwischen dem Stuhlgang im Grunde genommen auf der einen Seite und dem Körperinneren, dem Blut- und Lymphenmilieu auf der anderen Seite. Was diese Medikamente machen, Diclofenac und Ibuprofen, ist, und das ist bekannt im Grunde genommen, und das kennt ihr auch, aber da kommen wir dann später zu, sie lösen diese Verklebungseiweiße zwischen diesen Perlen, ich halte es nochmal in die Kamera, auf. Sie weichen die an und lösen die auf. Das ist ein Problem, denn es kommt euch an dieser Stelle dann unkontrolliert Darminhalt, molekulare Stoffe des Darms recht unkontrolliert, von dem Stuhlgang letztendlich in das innere Milieu des Körpers. Das irritiert das Immunsystem, das irritiert die Leber. Alles muss entgiften, alles muss noch mehr auf Hochtouren arbeiten und der Darm ist aufgeweicht. Das heißt, das kann zu Allergien führen, das kann zu Unverträglichkeiten führen, das kann zu erhöhten Leberwerten führen, selbst wenn die Leberwerte noch stabil sind, kann das zu erhöhten Blutwerten führen, Cholesterin zum Beispiel, weil die Leber einfach vermehrt entgiften muss. Also es zieht sich letztendlich durch. Das ist ein systemisches Problem. Und da wird häufig in der Regel nicht hingeguckt und die werden sehr unbedarft genommen, die Schmerzmittel. So, jetzt höre ich dann an dieser Stelle, ja, aber ich habe doch Beschwerden. Was soll ich jetzt machen? Genau. Die Naturheilkunde hat, und ihr wisst das, ich verbinde immer Medizin und Naturheilkunde. Ne? Ich stelle das in die Therapie immer auf verschiedene Säulen und auf mehrere Säulen. Die Naturheilkunde hat sehr gute pflanzliche Mittel, die die Darmschleimhaut aufbauen. Immer wieder diese Zellkontakte verdichten und aufbauen. Das heißt, wenn man die Schmerzmittel nehmen muss, weil es gar keine andere Lösung im Moment gibt, dann nehmt nebenbei Medikamente, die die Schleimhaut aufbauen, immer wieder verdichten. Denn eure Leber erholt sich darunter. Cholesterinwerte erholen sich darunter.
sonstige Reaktionen werden, entzündliche Reaktionen im ganzen Körper werden runtergedrückt. Die Schleimhaut muss aufgebaut werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr kennt das, wenn jemand Ibuprofen 400, 600 nehmen muss eine Zeit lang. Das tut weh am Magen. Am Darm spürt man es nicht, am Magen schon. Und dann wird in der Regel ein Magenschutz von dem Arzt gegeben. Dieser Magenschutz sorgt, also ist auch ein Medikament, irgendwelche Omeprazol-Derivate, Pantoprazol zum Beispiel. Und diese Medikamente sorgen dafür, dass die Magensäure nicht ausgeschüttet wird. Das ist auch gut und schlau, denn die Magensäure würde ja der aufgeweichten Schleimhaut noch einmal eins draufgeben, die noch mehr schädigen. Insofern ist es gut, dass die Magensäure nicht vorhanden ist, nicht so ausgeschüttet wird. Das Problem ist nur, dass Patienten an der Stelle sagen, oh, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr, jetzt kann ich ja normal weiter essen. Pferdefuß. Ein Pferdefuß an diesem Punkt, denn die Magensäure fehlt doch. Das, was ihr esst, wird gar nicht aufgespalten vernünftig, gar nicht vernünftig verdaut und aufgeschlüsselt. Das heißt, eure Nahrung, eure Speise gammelt im Darm rum und schädigt dann die aufgeweichte Schleimhaut. Und das ist richtig unglücklich. Das ist dann richtig unglücklich. Also, Schmerzmitteleinnahmen bedingen auf jeden Fall, dass ein Darmaufbau stattfindet. Zumindest gegenhalten. Die Schleimhaut parallel aufbauen. Und was man auch immer noch machen kann, ist die Leber entgiften. Klingt ein bisschen spürkig, hat aber was mit dem Fasten zu tun, dass man den Darm reinigt, die Leber reinigt und das System stabil hält, wenn dauerhaft Medikamente genommen werden müssen, auch starke Medikamente. Ne, wie meine Chemotherapiepatienten, da fahre ich auch Entgiftung parallel. Das klingt ist ein bisschen spürkig, ist es aber nicht. Es ist ein bisschen handfestes Arbeiten, es ist handfeste Naturheilkunde und das kriegt man hin. Es hat nichts mit ein bisschen Gänseblümchen und Arnika zu tun. Ja, das ist dann wirklich ein bisschen Arbeit, die man an den Tag legen muss, aber auch kann, wenn ihr starke Medikamente nehmen müsst und ihr da wirklich nicht drum rumkommt. Dann kann man parallel einiges machen. Das wollte ich euch mit auf den Weg geben. In diesem Sinne, wer Fragen hat, piepst mich gerne an. Alles Liebe, eure Diana.